Um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft im Tischtennis kämpfen derzeit auch die Damen des TTSV Saarlouis-Frau Lautern. Gestern wollten die Saarländerinnen gegen Essen-Holsterhausen unbedingt gewinnen. Doch nach einer eher mittelmäßigen Vorstellung gab es nur ein enttäuschendes 5:5 Unentschieden. Patty Scholja war sichtlich verärgert über einen unerwarteten Punktverlust. Die Gegnerinnen hingegen freuten sich über ein verdientes Unentschieden. Wir wissen, dass jedes Spiel nicht einfach ist und wir müssen in jedem Spiel gut spielen. Und heute war es so. Wir wussten, dass es nicht einfach wird. Von Beginn an das Match eben so-so. Patricia Scholja und Li Fan gewannen das erste Doppel gegen Elke Schall und Barbora Balasova. Zwar erwartungsgemäß mit 3:1 Sätzen, das zweite Doppel aber verlor Frau Lautern. Im vorderen Parkkreuz siegte im Anschluss Ni Xiaoyan gegen Elke Schall ganz knapp mit 3:2. Li Fan, die Nummer 1 der Rangliste der ersten Bundesliga, aber unterlag im hochklassigen Spitzeneinzel gegen Shi Qi mit 2:3. Das war die erste echte Überraschung dieses Spiels. Li Fan vergab dabei im fünften Satz sogar einen Matchball, dann das unspektakuläre Ende. Ein Return ins Netz, 10:12 aus Sicht von Li Fan, der fünfte und entscheidende Satz. 2:2 damit nach den ersten vier Spielen. Im Anschluss schien alles aber wieder nach Plan zu laufen, denn Maria Fasekasch gewann trotz Erkältung gegen die Chinesin Yin Na und auch Patricia Scholja siegte glatt mit 3:0 gegen Balasova. Zwischenstand 4:2 für den TTSV Frau Lautern. Danach aber gewann nur noch Li Fan ihr zweites Match, alle anderen verloren deutlich. Als letzte Patricia Scholja gegen Yin Na. Scholja geriet rasch 0:2 in Rückstand, verkürzte zwar noch einmal, am Ende aber zog auch sie mit 1:3 Sätzen den Kürzeren. Die Meisterschaftsträume sind damit wohl dahin. Das Überteam aus Kroppach wird wohl zum fünften Mal in Folge Meister. Kroppach ist eindeutig die beste Mannschaft und vor dem Spiel war eigentlich auch klar, dass es fast unmöglich ist, noch Meister zu werden. Wir haben die ganze Saison einfach jetzt super gespielt. Und ja, ich glaube, es ist fast normal, dass wir jetzt, dass es ja, schlechter ein bisschen war.